In den letzten Tagen haben wir sehr viel über die großen Player, die großen Airline-Gruppen in der europäischen Luftfahrt gesprochen und sie scheinen alle ein gewisses gesundes Wachstum anzustreben. Nur Air France KLM, die tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Was ist das überhaupt für eine Truppe und was ist bei denen eigentlich gerade los? Das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte mir, die aktuellen Nachrichten zur Air France-KLM, die bringen ein bisschen Erklärungsbedarf mit. Denn hier sieht man zwei große Fluggesellschaften, die ganz klar Partner sind, die ganz klar an einem Strang ziehen sollten, die sich aber scheinbar auch nicht erst seit gestern ein bisschen auf die Füße treten. Frage, wie soll das Ganze weitergehen? Beide Fluggesellschaften arbeiten zwar in Form der Air France-KLM-Gruppe zusammen, aber sie sind beide eigenständig. Beide machen ihr eigenes Ding und das ist für uns als Passagiere ja schon mal gar keine so schlechte Sache. Denn das verhindert ja irgendwo auch einen gewissen Einheitsbrei an den Flughäfen. Und beide Fluggesellschaften sind hier die nationalen Fluggesellschaften der beiden jeweiligen Länder. Und da hängt sicherlich auch eine ganze Menge Geschichte und irgendwo auch sehr viel Stolz dran. KLM ist zum Beispiel die älteste Fluggesellschaft der Welt, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Es war hier also nie der Plan, eine der beiden Fluggesellschaften einzustampfen und dann durch die andere zu ersetzen. Dann würde man einfach sehr vielen Leuten ihre Lieblingsfluggesellschaft wegnehmen und ja auch den Leuten, die dort mit Stolz arbeiten, ihre Fluggesellschaft wegnehmen. KLM bleibt also KLM und kümmert sich um den Flughafen in Amsterdam und Air France bleibt Air France und kümmert sich um den größten der Pariser Flughäfen. Wenn man diese beiden Fluggesellschaften jetzt zusammenbringt, bringt man damit ja auch die Home Carrier des zweitgrößten und drittgrößten Flughafens Europa zusammen. Und ich denke mal, spätestens da ist unschwer zu erkennen, dass man hier zwei sehr wichtige, große und vor allem einflussreiche Fluggesellschaften mit starken Namen zusammengebracht hat. Air France KLM gründete man dann im Jahr 2004, also vor gut 15 Jahren. Und unter diesem Dach hängen jetzt also die beiden Fluggesellschaften zusammen mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften. Air France-KLM ist dabei börsennotiert, 14,3% der Aktien liegen beim französischen Staat, der damit auch größter Aktionär ist. Man betreibt mittlerweile etwa 550 Flugzeuge. Dazu ist man mit bis zu 25% an 9 weiteren Fluggesellschaften beteiligt. Der Gedanke hinter diesem Airline-Verbund ist dabei natürlich völlig klar. Man legt das zusammen, was man zusammenlegen kann. Dadurch wird das ganze Konstrukt Air France-KLM sehr viel einfacher, sehr viel weniger komplex und dadurch auch sehr viel effizienter. Man spart einfach Geld und über einige Ecken und Kanten wird diese Airline-Gruppe dann sehr viel stärker, als dass die beiden Fluggesellschaften einzeln hätten sein können. Dazu mal ein paar konkrete Beispiele für Air France KLM. Man optimiert das Streckennetz. Da, wo jetzt eine Air France hinfliegt, kann auch eine KLM hinfliegen oder andersherum, wenn sie das nicht eh schon tut. Vor Ort arbeitet man dann mit demselben Partner zusammen und man kauft nicht mehr als Air France oder als KLM ein, sondern jetzt gemeinsam. Man erweitert und optimiert so das Streckennetz von Amsterdam bzw. von Paris aus. Und natürlich sind die beiden Fluggesellschaften auch eine gewisse Anzahl an Flugzielen auch schon vor der Partnerschaft gemeinsam angeflogen, was gerade auf der Langstrecke der Tatsache geschuldet ist, dass zu den beiden Ländern auch Überseegebiete außerhalb Europas dazugehören. Ein berühmtes Beispiel ist da St. Martin. Der südliche Teil der Insel gehört zu den Niederlanden, der nördliche Teil der Insel gehört zu Frankreich und beide Fluggesellschaften sind da natürlich hingeflogen, eine Zeit lang sogar beide mit Boeing 747. Heute setzt man da auf Airbus A340 bzw. auf den A330. Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Kurz nach der Gründung der Air France KLM wurden dann bereits über 200 Flugziele von beiden Fluggesellschaften mehr oder weniger gleichzeitig angeflogen. Und dann kann man sich ja auch über Details absprechen, über Kapazitäten, wer nimmt welches Flugzeug und wer fliegt wann in der Woche dahin und zu welcher Uhrzeit, sodass die Passagiere immer irgendeine dieser beiden Fluggesellschaften aus der Gruppe nehmen können und damit immer die beste Möglichkeit haben. Man spricht sich quasi ab, man teilt sich die Leute. Nachdem dann gut anderthalb Jahre nach der Gründung der Air France KLM vergangen sind, hat man die Cargo-Sparte der beiden Fluggesellschaften zusammengelegt. Das ist nur eine Handvoll an Flugzeugen, aber warum sollte man jetzt ein Büro in Paris und eins in Amsterdam betreiben, wenn man das auch perfekt aus einem Büro heraus organisieren kann? Und in diesem Fall wurde das dann in Amsterdam geregelt. Da wurde sich dann um die beiden Cargo-Fluggesellschaften, sprich Air France Cargo und KLM Cargo, gekümmert. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es spart natürlich auch am langen Ende irgendwo Geld. Dazu stehen zwei große Fluggesellschaften zusammen natürlich auch deutlich besser da, wenn es um das Thema Investitionen geht. Beispielsweise wollte man als Air France KLM schon vor dem Jahr 2010 zu 100% die Alitalia übernehmen. Die haben echt schon immer Geldsorgen. Aber daraus wurde nichts, das hat nicht funktioniert. Aber eben genau diese Strategie, sich zusammenzutun und dann groß zu investieren, indem man andere Fluggesellschaften übernimmt, in die eigene Gruppe integriert, in die Air France KLM in diesem Fall integriert, dort, wo sie dann eventuell wieder rentabel funktionieren können, als Teil einer großen Gruppe.
Das ist eben genau das, was mit aktiver Mitgestaltung an der Konsolidierung gemeint ist. Dazu verschafft man sich bei dieser Airline-Partnerschaft natürlich auch enorme Vorteile beim Thema Flugzeugkauf. Das ist schon mit einer der Hauptpunkte, denn beide Fluggesellschaften sind große internationale Fluggesellschaften und beide Fluggesellschaften haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eine durchaus vergleichbare Flottenpolitik verfolgt. Warum also jetzt nicht gemeinsam gleichzeitig gewisse Flugzeugtypen ausmustern und dann Stück für Stück durch gemeinsam gekaufte neue Flugzeugtypen gleiche Flugzeugtypen ersetzen? Und genau das macht man hier auch bei Air France KLM. Für die Langstrecke bestellte man bereits innerhalb der Gruppe Boeing 787-9, 787-10 und auch den A350-900. Diese neuen Flugzeugmodelle sollen unter anderem die bei beiden Fluggesellschaften schon über 20 Jahre alte Boeing 747 ersetzen. Beide Fluggesellschaften haben bereits die 787 in der Flotte und beide Fluggesellschaften werden auch noch den A350 bekommen. Und für die Kurz- und Mittelstrecke sieht es ganz ähnlich aus. Beispielsweise die A320-Familie bei Air France. Die hat mittlerweile ein Durchschnittsalter von etwa 15 Jahren. Und die 737 bei KLM, die kommt im Schnitt auf etwa 13 Jahre. Das ist alles nicht dramatisch, aber langsam, aber sicher fallen ältere Flugzeuge hinten runter. Und das könnte schon bald eine wahnsinnig große Bestellung bei halt eben Airbus oder Boeing zur Folge haben. Oder vielleicht auch bei beiden Flugzeugherstellern. Und gerade da zahlt es sich aus, wenn man in einer Partnerschaft unterwegs ist und da halt eben Flugzeuge in sehr, sehr großen Mengen kaufen kann. Spätestens jetzt ist, glaube ich, klar geworden, wofür man diese Gruppe überhaupt gebaut hat, wofür man diese Gruppe gegründet hat. Das sind ganz klare Vorteile, die man für sich nutzen kann, wenn man eben zusammenarbeitet. Und es sind ganz klare Vorteile, die man auch für sich nutzen muss, wenn man auf lange Sicht überhaupt in der europäischen Luftfahrt noch mitwirken möchte. Und um jetzt zu erkennen, was man da eventuell noch machen kann in der Zukunft, da schauen wir uns am besten einfach mal die anderen starken Airline-Gruppen in Europa an. Zum Beispiel die Lufthansa Group. Da fährt man jetzt nach Jahren voller Arbeit endlich mal eine mehr oder weniger einheitliche Strategie in allen Fluggesellschaften, die zur Lufthansa Group gehören. Denn in allen Fluggesellschaften ist mittlerweile die Aufgabe, die diese Fluggesellschaft hat, völlig klar. Und alle Fluggesellschaften innerhalb der Lufthansa Group haben zu ihrer völlig klaren Aufgabe mittlerweile auch eine völlig klare Zielgruppe. Beispielsweise Lufthansa, die aus Frankfurt heraus die Nummer 1 auf der Langstrecke sein sollen, als Premium-Marke oder als 5-Star-Airline oder dann Eurowings, die als Günstig-Anbieter, als Günstig-Marke, als Low-Cost-Fluggesellschaften am besten irgendwann mal den gesamten europäischen Markt umspannen sollen. Und so kann man das dann ja immer weiterdenken. Im Hintergrund wurde da schon vieles einheitlich ausgerichtet. Da laufen an vielen Stellen schon die Stränge zusammen. Zum Beispiel werden eben die Flüge für die Belgier bei Eurowings geplant. Oder man hat die Flugzeuge mittlerweile Stück für Stück in einem Einheitsweiß lackiert, damit die leichter untereinander innerhalb der Lufthansa Group durchgetauscht werden können. Und immer so weiter. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und ganz ähnlich machen das in Europa auch kleinere Airline-Gruppen, zum Beispiel die Thomas Cook Group Airlines oder die TUI-Fluggesellschaften. Die tragen mittlerweile alle die gleichen Lackierungen, damit man eben Flugzeuge leicht untereinander unter den Fluggesellschaften durchtauschen kann. Da, wo sie eben gerade gebraucht werden, da, wo Kapazitäten gerade benötigt werden. Auch Personal kann man mittlerweile relativ einfach durch die Gegend tauschen, weil eben seit Jahren daran gearbeitet wird, im Hintergrund Procedures, Handbücher, sowas alles zu vereinheitlichen, sofern es möglich ist. Vorbild ist hier an dieser Stelle oft noch eine Ryanair. Kaum eine andere Fluggesellschaft auf der ganzen Welt schafft es, über 450 Flugzeuge, im Idealfall pünktlich, mit so wenig Bodenmitarbeitern in Form von Büromitarbeitern in die Luft zu kriegen. Und da möchte man irgendwann mal hin. Daran arbeitet man bereits seit Jahren und verschafft sich somit Kraft und Ausdauer für die Zukunft. Und bei Air France KLM ist genau das eben nicht so. Die beiden Fluggesellschaften bleiben völlig eigenständig, was auf der einen Seite natürlich auch völlig in Ordnung ist, solange es funktioniert. Auf der anderen Seite bleibt es halt eben dann bei den Vorteilen, die eben genannt worden sind. Auf alles andere konnte man sich in den letzten Jahren entweder nur ganz langsam Stück für Stück oder halt eben gar nicht einigen. Und das ist, wie gesagt, nicht so wirklich schlimm, solange das alles funktioniert. Aber ab dem Moment, wo man als Gruppe nicht mehr Geld verdienen kann, beziehungsweise noch schlimmer, wenn dann eine der beiden Fluggesellschaften profitabel fliegt, die andere dann aber nicht und man den Gewinn quasi in die Gruppe schiebt, damit er den Verlust der anderen Fluggesellschaft ausgleicht. Das reicht dann aber nicht aus, dann frustriert das und dann muss man das System irgendwie verändern. Und wenn dann bei der französischen Fluggesellschaft irgendwann mal jemand um die Ecke kommt, der nach mehreren Millionen Verlusten endlich mal die Personalkosten bei Air France reduzieren möchte, die beispielsweise 2016 viermal so hoch waren wie die der Lufthansa, dann sieht man diese Bilder hier, denn da sollten 3000 Stellen gestrichen werden, nachdem man bereits im Jahr 2012 durch einen Einstellungsstopp etwa 2000 Stellen gestrichen hat. Und völlig klar, da kann man sich bestimmt lange drüber streiten und da gibt es bestimmt auch noch einige wichtige Details, die man beachten muss, bevor man sich da jetzt einfach mal eben so eine Meinung bildet. Aber während sich unter den KLM-Mitarbeitern so das Gerücht verbreitet, dass man eigentlich nur noch arbeitet und Geld verdient, um die Air France in der Luft zu halten. Da fragen sich die Franzosen, warum sie überhaupt noch arbeiten sollten, zumindest für das Geld, was sie bekommen sollen. Und dann streiken sie. Und dann gibt es eine ganze Menge Streit.
Und das ist nicht das, was man von einer großen, mächtigen Airline-Gruppe erwartet, die die Konsolidierung in der europäischen Luftfahrt ganz klar mitgestalten möchte. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt betrachtet, aber ich denke mal, das fasst das, was da die letzten Jahre abgegangen ist, schon mal ganz gut zusammen. Wohl nie beilegen wird man dann aber wohl kulturelle Konflikte. Es gibt da diese strikte Hierarchie bei den Franzosen und eine gewisse Lässigkeit bei den Niederländern. Und allein das verhindert schon mal jegliches Vereinheitlichen von irgendwelchen Handbüchern oder von irgendwelchen Procedures. Trotzdem konnte man im Jahr 2017 und auch im Jahr 2018 einen Gewinn erzielen. Das beruhigt die Gemüter allerdings nicht wirklich, denn während KLM eine Umsatzrendite im Jahr 2018 von 9,8% erzielen konnte, was durchaus ein ordentlicher Wert ist in der europäischen Luftfahrt, kam man bei Air France auf 1,7%. Und das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und damit den Interessen der KLM in dieser Airline-Gruppe nun endlich mal etwas mehr Gehör verschafft wird, besorgte sich der Staat, die Niederlande selbst, mal eben für mehr als 700 Millionen Euro erst 12% und dann 14% der Air France KLM Aktien. Das war ein Großeinkauf, der sie mal eben zum gleich starken Aktionär neben dem französischen Staat aufsteigen lässt, und das war so nicht abgesprochen. Aber ob das jetzt die feine Art ist oder nicht, das ist den Niederländern wahrscheinlich ziemlich egal, denn irgendwo war es dann ja wahrscheinlich doch einfach ein legitimer Kauf von Aktien. Das bringt jetzt auf jeden Fall einige Diskussionen mit sich, aber ob man da jetzt in Zukunft wieder getrennte Wege gehen wird oder sich jetzt endlich mal zusammenraufen kann, das können wir gerade sehr schwer beurteilen. Aber wir wissen, dass man in naher Zukunft sicherlich nicht mehr um eine Einigung herumkommen wird. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zu Air France KLM mit dabei. Mal schauen, was die in Zukunft noch so machen. Ich bin da auch sehr gespannt auf eure Ansichten, auf eure Meinung. Ich freue mich auch wie immer über Feedback zum Video, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.